Moin zusammen und schön, dass du wieder mit dabei bist zu einem neuen Video von mir. Ich probiere heute mal was Neues aus und zwar nehme ich euch heute mit, ja, während ich meine Herbstdekoration endlich aufstelle. Wenn dieses Video kommt, dann ist ja der 22. September. Das bedeutet, morgen ist Herbstanfang und der Herbst ist immer so was ganz Besonderes für mich. Ich bin nämlich ein Herbstkind, denn ja, ich habe heute Geburtstag, ich werde heute 30 Jahre alt und ja, dachte mir, ich nehme euch einfach mal mit. Deshalb nehmt euch einen Kaffee oder macht euch so wie ich hier einen Tee, denn es wird heute ein bisschen entspannter und hoffentlich auch ein bisschen motivierend für euch. Ich liebe den September, ich liebe den Herbst, ich ja, finde einfach alles, was damit zu tun hat, richtig, richtig toll. Normalerweise bin ich nicht so der Deko-Mensch, aber im Herbst und an Weihnachten, da muss das einfach sein. Und richtig cool finde ich ja einfach diese Deko, die amerikanische YouTuber zum Beispiel zeigen. Ich weiß nicht, ob das generell da so typisch ist, aber auch viel mit Halloween natürlich. Ihr seht hier, ich war im TK Maxx unterwegs und genau solche Sachen, die finde ich richtig, richtig cool. Und eigentlich hatte ich vor, mir dieses Jahr ein bisschen was zu kaufen, um das auch mehr hinzukriegen. Ja, nur kam mir da jetzt mal No-Buy dazwischen. Wer keine Ahnung hat, wovon ich rede, ich verlinke euch das Video oben. Und zwar darf ich ja bis ja, Januar nichts kaufen. Und normalerweise hatte ich halt vor, so ein paar coole Sachen einziehen zu lassen. Das geht jetzt nicht. Von daher muss ich jetzt hier mit den Sachen, die ich schon habe, klarkommen, was auch nicht wenig ist, wie ich gemerkt habe. Also ich meine, guckt euch an, wie voll der Tisch wird. Das ist, ja, definitiv mehr, als ich dachte. Der Igel hier ist übrigens das Einzige, was wir dieses Jahr wirklich neu gekauft haben. Das war noch vor meinem No-Buy. Und ja, da war ich mit meinem Mann im Baumarkt, da ist der Igel mitgekommen. Alles andere ist noch von den letzten Jahren. Und ich denke, auch dieses Jahr werde ich damit wieder was Schönes zaubern können. Ich habe dann natürlich erstmal angefangen, die Flächen sauber zu machen, die ich jetzt dekorieren möchte. Das macht ja auch nur Sinn. Und ihr seht auf dem Fernseher, da lasse ich immer gerne so, ja, Ambient-Music-Videos laufen. Und da meine Kinder zu Hause waren, ist das diesmal ein herbstlich angehauchtes vom Disneyland. Das fanden die ganz toll, wenn die Bilder dann gewechselt haben und waren da schwer mit beschäftigt. Haben mir aber natürlich auch beim Dekorieren geholfen. Generell war es ein bisschen komisch, für Herbst zu dekorieren, weil es draußen einfach noch unglaublich warm war. Ich glaube, an dem Tag, wo ich das gemacht habe, waren es irgendwie 28 Grad oder so und es fühlte sich einfach falsch an. Aber während ich diese Tonaufnahme mache, bin ich gerade im Urlaub. Wir sind in Griechenland und ja, ich wollte halt gerne, dass wenn wir jetzt nach Hause kommen, wenn ihr dieses Video seht, sind wir tatsächlich fast schon wieder komplett zu Hause. Ja, und ich wollte einfach in ein schönes, gemütliches Zuhause kommen, wo der Herbst halt schon Einzug gehalten hat. Und deswegen habe ich das an dem Tag dann noch gemacht. Ja, und hier seht ihr jetzt einen Fail. Ich habe einfach die Dinger zu kurz abgeschnitten. Das sah dann natürlich richtig blöd aus. So ist es definitiv besser. Generell habe ich darauf geachtet, dass in der Höhe, wo meine Kinder halt rankommen, nichts ist, was irgendwie kaputt gehen kann oder wo sie halt nicht dran dürfen. Denn ja, so gerne ich diese amerikanischen YouTuber auch schaue, die ihre Häuser einfach total toll herbstlich und Halloween-mäßig einrichten. Das würde hier sowieso nicht so gut funktionieren, weil ich halt Kinder habe und wahrscheinlich die meisten von euch auch Kinder haben. Von daher, ja, tun es auch ein paar einfache Ideen. Hier zum Beispiel das mit den Blättern. Ich finde es so, so schön. Ich habe die Idee von Pinterest. Da waren das natürlich echte Kerzen. Die kann ich auf der Höhe hier einfach nicht hinstellen und nicht anzünden. Und diese Fake-Kerzen kann ich da echt nur empfehlen. Klar, sie sind nicht so schön wie echte Kerzen, aber ich finde, sie kommen schon richtig gut ran. Also die sind um einiges besser geworden in den letzten Jahren.
Die hier haben auch einen Timer, dass sie einfach, wenn man sie einmal angeschaltet hat, dann brennen sie 8 Stunden, dann gehen sie aus und dann gehen sie halt zur selben Zeit am nächsten Tag wieder an, was ich richtig toll finde. Als nächstes habe ich dann noch so eine Girlande gebastelt, und zwar einfach mit Wolle und einer Holzperlengirlande, die ich noch hatte. Man kann sich natürlich aber auch einfach Holzperlen im Teddy oder so besorgen. Ich habe letztens gesehen, da sind auch gibt es ganz viele verschiedene Größen. Und zwar wickelt man das einfach so, wie ich das hier gemacht habe, 10-mal um die Hand, einmal drum wickeln. Und dann gibt das so Schlaufen und da knotet man einfach im oberen Teil noch einen Faden drumherum. Und dann hat man automatisch diese, ja, Tassel heißen die, glaube ich, aus Wolle. Da muss man nur nach unten dann die Schlaufen aufschneiden und ja, dann ist das Ganze fertig. Und fertig ist die erste von, ja, 15, 20. Ich muss gleich mal zählen, wie viel ich brauche. Open up the window. I'm breathing in the last. Ihr seht, ich hatte tatkräftige Hilfe. ja, es sah zwischendurch echt richtig gut bei uns aus. Aber so muss es ja auch sein, wenn man gemeinsam dekoriert. Ich meine, was gibt es Schöneres, als gemeinsam mit der Familie zu dekorieren. Nächstes habe ich mich dann um die Tischdekoration gekümmert. Ich habe hier Popcorn-Mais. Den habe ich tatsächlich, glaube ich, schon vor 2 Jahren gekauft, weil ich auch da auf Pinterest gesehen hatte, halt so ein großes Glas mit Mais füllen und eigentlich eine große Kerze reinstellen. Und hier hat aber jetzt das große Teelicht besser gepasst. Dadurch, dass unser Esstisch auch nicht so riesig ist, habe ich ein kleines Tablett genommen, was ich halt jetzt einfach hübsch hergerichtet habe. Und ja, ihr seht später noch, meine Tochter hat mir super geholfen dabei. Das war richtig, richtig schön. Und ja, ich finde, es ist total schön geworden und ich mag dieses Centerpiece auf dem Tisch auf jeden Fall sehr gerne. Schreibt mir gerne mal in die Kommentare, was ihr davon haltet und ja, wie eure Dekoration gerade so aussieht, was ihr für Herbst so gemacht habt und ob ihr vielleicht eher gekaufte Sachen vorzieht oder ja auch viel selber macht, viel in der Natur sammelt. Ihr seht, ich habe hier zum Beispiel auch ganz viele Tannenzapfen, die sind alle gesammelt und ja, dienen so einfach jedes Jahr wieder als Dekoration, die nicht viel kostet. Das ist natürlich einfach mega, mega schön. Und ein leichter Halloween-Touch durfte auch nicht fehlen, denn zumindest die 5-Jährige hier ist sehr begeistert von Halloween. Und ja, ich denke mal, da wird auch noch ein bisschen Halloween-Deko nachkommen, irgendwann im Oktober. Da werde ich jemandem eine große Freude mitmachen. Dann habe ich noch die Sofakissen bzw. die Bezüge gewechselt. Ich finde, das macht einfach unglaublich viel aus. Also das ist so ein Deko-Element, das einfach super schnell gewechselt werden kann und was einfach, ja, quasi dem ganzen Raum gleich ein anderes Feeling verleiht. Die Kissen mit der Aufschrift, die ihr hier seht, die habe ich letztes oder vorletztes Jahr selber gemacht mit meinem Plotter. Das ging super easy und ja, ich finde es einfach schön, so besondere Kissen dazwischen zu haben. Ich hätte voll gerne noch ein Kissen in Form von einem Kürbis, aber die sind einfach schweineteuer und da ich ja eh nichts kaufen darf, bin ich gerade im Überlegen, das selber zu machen. Ich muss nach dem Urlaub mal gucken, ob ich irgendwo noch passenden Stoff dafür habe, aber ja, so ein Kürbiskissen noch dazwischen, das wäre echt cool. Open up the window. I'm breathing in the last of September. I can feel the wind blow and the late summer sky is like a dying ember.
September.